Herzlich willkommen zur Vorbereitung für die Sachkundeprüfung § 34a Gewerbeordnung anhand von Prüfungsfragen. Die Themen in diesem Video: Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht und Datenschutz. Los geht's! Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Frage 1. Was zählt zum bürgerlichen Recht? Antwort A. Strafgesetzbuch. Das Strafgesetzbuch, da sind ja Strafen drin, die der Staat über den Bürger verhängt. Da steht der Staat ja über dem Bürger und das ist öffentliches Recht und nicht bürgerliches Recht. Deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Zivilprozessordnung ZPO. Die Zivilprozessordnung regelt ja, wie Zivilprozesse ablaufen. Und das bedeutet, wie sind solche Verfahren, wenn ein Bürger mit einem anderen Bürger ein Problem hat, wie ist das organisiert? Und deswegen gehört Antwort B, Zivilprozessordnung zum bürgerlichen Recht. Antwort B, richtig. Antwort C, bürgerliches Gesetzbuch, BGB. Das bürgerliche Gesetzbuch ist das Gesetz des bürgerlichen Rechts. Da ist genau drin geregelt, wie Parteien, Vertragsparteien, Bürger untereinander, miteinander umgehen. Und deswegen ist Antwort C richtig. Antwort D. Straßenverkehrsordnung StVO. Die Straßenverkehrsordnung schreibt dem Bürger vor, wie er sich zu verhalten hat und welche Konsequenzen ein Fehlverhalten hat. Und deswegen gehört die Straßenverkehrsordnung zum öffentlichen Recht. Antwort D ist falsch. Frage 2. Welche Rechtsgarantien gewährt das Grundgesetz bei einer Freiheitsentziehung? Antwort A. Jeder wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens 2 Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen. Dies würde ja bedeuten, dass erst 2 Tage, nachdem sie festgenommen worden sind, sie dem Richter vorgeführt werden. Bis dahin könnte ja die Polizei entscheiden, den nehmen wir mal fest, den halten wir jetzt mal 36 Stunden in einer Gefängniszelle fest und erst dann würden sie dem Richter vorgeführt werden, um zu entscheiden, ob man sie länger festhalten kann oder ob Anzeige erstattet wird oder ob man sie laufen lässt. Das geht natürlich nicht. Eine Freiheitsentziehung kann nur von einem Richter kommen und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes eingeschränkt werden. Genau, es muss ein ganz klares Gesetz geben, was dem Staat erlaubt, sie festzunehmen und ihnen ihre Freiheit zu entziehen. Und alle Gesetze müssen sich ja ans Grundgesetz halten. Das heißt, Gesetze, wenn die geschrieben werden, wird genau geprüft, das ist ja die Prüfung des Bundespräsidenten, sind die verfassungskonform, sind die mit unserem Grundgesetz im Einklang. Und wenn die das sind, dann werden Gesetze erst geschrieben und dann kann man sie aufgrund eines solchen Gesetzes die Freiheit entziehen. Antwort B, richtig. Antwort C. Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist innerhalb einer Woche ein Angehöriger des Festgenommenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das würde heißen, sie werden festgenommen, der Richter entscheidet, sie gehen in Untersuchungshaft und erst eine Woche später werden ihre Angehörigen informiert, ach übrigens, den haben wir festgenommen und der sitzt in Untersuchungshaft seit einer Woche jetzt und jetzt informieren wir euch, dass der heute nicht nach Hause kommt und die ganze Woche nicht nach Hause gekommen ist. Das kann ja nicht sein. Das muss ja früher bekannt gegeben werden, dass ein Anwalt eingeschaltet werden kann. Der Festgenommene hat ja auch das Recht, einen Anwalt oder einen Vertrauten anzurufen und zu informieren. Und deswegen ist Antwort C falsch. Antwort D. Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Genauso ist es. Ob sie überhaupt festgenommen werden dürfen und in Untersuchungshaft gehen und über die Länge, die Fortdauer der Freiheitsentziehung, hat nur ein Richter zu entscheiden. Die Polizei darf sie festnehmen, muss aber dann sofort, so schnell wie möglich, einen Richter informieren, ihm die Haftgründe vorlegen, warum man sie festnimmt und auch ihre Freiheit entzieht, für wie lange das geplant ist. Und nur dann entscheidet der Richter, ja, hier liegen Gründe vor, diese Person in Haft zu lassen oder eben nicht. Und dann müssen sie wieder aus der Haft entlassen werden. Die Freiheitsentziehung, da kann nur ein Richter drüber entscheiden. Das ist ja die Kontrolle, dass die Polizei keine Willkür walten lassen kann. Und deswegen ist Antwort D richtig. Frage 3. Die Polizei,
Antwort A wird bei der ihr obliegenden Gefahrenabwehr nach pflichtgemäßem Ermessen tätig. Die Gefahrenabwehr ist ja ein Hauptgrund, dass wir eine Polizei haben. Die soll ja Gefahren von Bürgern abwenden. Und der ihr obliegenden Gefahrenabwehr, dass die Polizei hat hoheitliche Rechte und ihre Aufgabe ist es, Gefahren abzuwehren. Nach pflichtgemäßem Ermessen tätig werden. Das heißt, die müssen sich an ihre Pflichten halten, die sie haben. Das ist ja im Polizeigesetz geregelt, was deren Aufgaben sind. Und da müssen sie schauen, dass sie diese Gefahrenabwehr vollziehen. Genau das ist der Auftrag der Polizei. Antwort A, richtig. Antwort B, ist in der Bundesrepublik Deutschland Ländersache, untersteht den Innenministern und ist unterschiedlich organisiert. So ist es in Deutschland. Polizei ist Ländersache. Das heißt, jedes der 16 Bundesländer in Deutschland hat seine eigene Polizei. Die haben auch etwas voneinander abweichende Polizeigesetze. Die einen, gerade in Bayern, dürfen vielleicht ein bisschen mehr. Dafür ist es in Hamburg ein bisschen anders. Die haben auch unterschiedliche Ausrüstung. Das sieht man oft an den Autos, ob es jetzt ein Mercedes ist oder Berlin. Die fahren da mit dem Opel rum. Unterschiedliche Uniformen. Das ist unterschiedlich. Die unterstehen dem Innenministerium, richtig, und sind unterschiedlich organisiert. Die haben manchmal so ein bisschen unterschiedliche Einheiten. Die eine haben eine BFE, eine Beweis- und Festnahmeeinheit. Die anderen nennen sie vielleicht anders oder sind anders strukturiert. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Polizeipräsidenten. Und so ist es in Deutschland organisiert. Nicht zu verwechseln mit der Bundespolizei. Die ist aber für Grenzen zuständig. Also für Flughäfen, Außengrenzen, Bahnhöfe. Dafür ist die Bundespolizei zuständig. Und deswegen ist Antwort B richtig. Antwort C. Muss auf Ersuchen eines Bürgers immer tätig werden, egal um welchen Anlass es sich hier handelt. Egal um welchen Anlass es sich handelt. Ja, die Polizei muss auf Ersuchen des Bürgers tätig werden. Ja, also wir können uns ja an die Polizei wenden, wenn wir etwas haben. Aber hier, egal um welchen Anlass es sich handelt. Das würde ja heißen, es ist völlig egal, ich habe ein Problem. Herr Polizist, helfen Sie mir mal bitte. Ich muss meine Schränke hier in den dritten Stock tragen. Sie müssen mir helfen, egal was ich habe. Das geht natürlich nicht. Sondern die müssen nach ihren Pflichten tätig werden und nicht, wenn der Bürger es einfach mal so möchte. Und deswegen ist Antwort C falsch. Frage 4. Die deutschen Grundrechte. Antwort A sind grundsätzlich erworbene oder vererbte Familienrechte in Bezug auf den Familienbesitz. Erworbene oder vererbte Familienrechte. Die Grundrechte werden nicht erworben oder vererbt, sondern die stehen einfach jedem zu. Wir kommen noch dazu, es gibt zwei Gruppen, aber die Grundrechte, die sind ja in unserem deutschen Grundgesetz drin. Dafür steht der Staat ein. Und sie haben nichts mit dem Familienbesitz zu tun und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Sind Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Sie legen eine allgemeine Wertordnung fest, die für alle Rechtsgebiete Gültigkeit hat. Ja, Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Die Grundrechte, unser Grundgesetz. Das Grundgesetz ist das einzige Gesetz, was für den Bürger da ist, um den vor dem Staat zu schützen. Der Bürger wird geschützt gegenüber dem Staat. Der Staat muss sich an diese Grundrechte halten. Jedes Gesetz, was der Staat erlässt, womit er ja sagt, Bürger, du musst das machen, Bürger, das darfst du nicht machen, muss sich ans Grundgesetz halten. Das Grundgesetz steht über allem. Und wir als Bürger können dagegen klagen, vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn wir sagen, dieses neue Gesetz entspricht nicht den Werten und dem Sinn unseres Grundgesetzes und wir sind dagegen und wir wollen, dass das abgeschafft wird. Und dann wird entschieden vom Bundesverfassungsgericht, das Gesetz, was der Staat erlassen hat, ist im Einklang mit dem Grundgesetz oder nicht. Das Gesetz darf so nicht verabschiedet werden. Unsere Grundrechte legen eine allgemeine Wertordnung fest. Das heißt also, da drin steht, wie wir in unserer Gesellschaft zusammenleben wollen, was uns wichtig ist. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und damit ist schon so vieles erklärt. Die Würde des Menschen darf nicht
vom Staat angegriffen werden, darf nicht eingeschränkt werden, wenn nicht irgendwelche besonderen Sachen dagegen sprechen. Wir haben zum Beispiel Freiheit, ist ein Grundrecht. Natürlich, wenn wir gegen Gesetze verstoßen, kann der Staat uns in letzter Instanz ins Gefängnis sperren und unsere Freiheitsrechte beschneiden. Und es gilt für alle Rechtsgebiete, weil das Grundgesetz steht über allem. Und alle Gesetze müssen sich ans Grundgesetz halten. Alle Verordnungen müssen sich an Gesetze halten und damit ans Grundgesetz halten. Und so geht unsere Rechtsordnung von oben nach unten durch. Und dann ist auch das kleinste, unterste Recht, irgendeine Satzung von einem Kleintierverein, muss sich an alles darüber halten und im Endeffekt auch an die Grundrechte und damit das Grundgesetz. Und deswegen ist Antwort B richtig. Antwort C. Gelten absolut und uneingeschränkt. Dies bedeutet, Grundrechtseingriffe sind nicht möglich. Doch, Grundrechtseingriffe vom Staat her sind möglich. Wir hatten eben das Beispiel mit Gefängnis. Da wird das Grundrecht Freiheit eingeschränkt. Auch wenn sie im Gefängnis sind, wird ihre Post gelesen, ob da irgendwelche Sachen drinstehen, ein Fluchtversuch geplant wird. Und das ist da natürlich auch ein Verstoß gegen das Postgeheimnis. Aber solche Rechte können eingeschränkt werden, wenn es nicht anders geht. Und deswegen C, falsch. Antwort D. Werden in Menschenrechte und Bürgerrechte eingeteilt? Genau. Es gibt einmal die Menschenrechte. Das heißt, für jeden Menschen auf deutschem Staatsgebiet gilt das Grundgesetz. Auch nur auf deutschem Staatsgebiet kann der deutsche Staat es ja sicherstellen. Was in irgendeinem anderen Land passiert, wenn da Rechte mit Füßen getreten werden, da kann der deutsche Staat nicht für einstehen. Aber egal wer deutschen Boden betritt, weil er mit seinem Auto durchfährt oder weil er hier landet im Flugzeug, dem stehen die Menschenrechte zu. Da zählt zum Beispiel die Würde des Menschen zu, Freiheit und viele, viele andere Artikel aus dem Grundgesetz. Und wir haben Bürgerrechte. Die Bürgerrechte stehen nur deutschen Staatsbürgern zu. Sie müssen also einen deutschen Pass haben, deutscher Staatsbürger sein, dann stehen ihnen die Bürgerrechte zu. Klingt erstmal ein bisschen blöd, extra Rechte nur für Deutsche, macht aber Sinn, weil es geht zum Beispiel um das Wahlrecht. Und den Deutschen Bundestag, den können sie nur wählen, wenn sie deutscher Staatsbürger sind. Und dann macht es wieder Sinn, dass wir die Bürgerrechte haben. Und deswegen ist Antwort D richtig. Themengebiet Gewerberecht. Frage 5. Ist das Bewachungsgewerbe im Sinne der Gewerbeordnung anzeige- oder erlaubnispflichtig? Antwort A. Es genügt, wenn der selbstständige Betrieb des Bewachungsgewerbes der zuständigen Behörde angezeigt wird. Ja, das ist ja die Geschichte. Hier ist es anzeige- oder erlaubnispflichtig. Anzeigepflichtig bedeutet, ich muss der Behörde nur sagen, ich möchte ein Schuhgeschäft gründen. Und sagt die Behörde, alles klar, wo machst du das? Wir brauchen also die Adresse und wer ist der Verantwortliche, wer gründet das Unternehmen? Und dann ist das okay, da bin ich sehr frei in meiner Ausübung. Ein Bewachungsunternehmen, das ist erlaubnispflichtig. Das heißt, ich muss der Behörde Unterlagen bringen und dann entscheidet die Behörde, ob sie es erlaubt oder nicht. Und das ist der große Unterschied. Ein Bewachungsgewerbe ist erlaubnispflichtig. Da muss ich Nachweis über die Sachkunde haben. Ich muss eine gewisse Versicherung haben. Ich muss Barmittel nachweisen, dass ich die ersten 6 Monate bestehe. Schufa-Auskunft, dass ich nicht anfällig bin für Bestechungen, weil ich so hoch verschuldet bin. Das muss ich der zuständigen Behörde übermitteln. Und deswegen reicht Antwort A nicht aus, weil hier steht, es muss nur angezeigt werden. Und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Genauso ist es. Bewachungsunternehmen, die bewachen gewerbsmäßig, also die verlangen Geld dafür, das Leben und Eigentum fremder Personen. Das ist die Definition eines Bewachungsunternehmens. Und es bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. So wie es hier steht, ist es genau richtig. Antwort B. Richtig. Antwort C. Das Bewachungsgewerbe ist nur dann erlaubnispflichtig, wenn sachkundepflichtige Bewachungsaufgaben durchgeführt werden sollen. Das Gesetz unterscheidet nicht, ob sachkundepflichtig oder ob die Unterrichtung reicht, sondern das Gesetz definiert, was ist ein Bewachungsgewerbe und das ist das gewerbsmäßige Bewachen von Leben und Eigentum fremder Personen.
Und deswegen hat Antwort C gar nichts damit zu tun, dass es da eine Unterscheidung gibt. Und deswegen ist Antwort C falsch. Frage 6. Der Sicherheitsmitarbeiter, der Tätigkeiten wie Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum und Bewachungen im Einsatzbereich von gastgewerblichen Diskotheken durchführt, hat, Antwort A, das Recht, sichtbar solche Abzeichen an der Kleidung zu tragen, die amtlichen oder hoheitlichen Abzeichen ähnlich sind, um so eine höhere Akzeptanz zu bewirken. Nein, Sie dürfen ja gar nicht amtliche oder hoheitliche Abzeichen tragen oder die so ähnlich sind, die so aussehen, um den Eindruck zu erwecken, Sie hätten hoheitliche Rechte, Sie wären Polizei gleichgestellt. Das darf ja nicht sein, egal ob Sie gastgewerbliche Diskotheken oder etwas anderes bewachen. In der Bewachung muss Ihre Dienstkleidung erkennbar sein, dass Sie nicht hoheitliche Rechte haben, von der Polizei sind oder andere staatlichen Organe. Deswegen, Sie dürfen das überhaupt nicht haben. Antwort A, falsch. Antwort B. Die Pflicht, sichtbar ein Schild mit seinem Namen oder einer Kennnummer sowie mit dem Namen des Gewerbetreibers zu tragen. Ja, wenn Sie hier Einsatzbereich von gastgewerblichen Diskotheken oder öffentlicher Verkehrsraum ist. Das heißt, Sie kommen da mit Bürgern in Kontakt und wenn es da Probleme gibt und die sich beschweren möchten, dann möchten die ja wissen, wer ist das? Und für welche Firma arbeitet der? Und deswegen muss der Name des Gewerbetreibenden drauf, der Firmenname, und entweder der Name des Mitarbeiters oder man macht es mit einer Kennnummer, die Nummer 23. Und wenn sich dann jemand beschwert und sagt, bei dem Gewerbetreibenden, der Mitarbeiter mit der Nummer 23, der hat mich beleidigt, dann weiß der Chef, alles klar, Mitarbeiter 23, Müller, das ist ja jetzt schon das dritte Mal. So ist das also personifiziert, dass man weiß, wer hat da etwas vielleicht Falsches gemacht und kann den dann entweder bestrafen oder fürs nächste Mal einweisen, dass dies zu unterlassen ist. Antwort B, richtig. Antwort C, seinen Mitarbeiterausweis während seines Dienstes mitzuführen und auch verlangen, Fahrgästen oder Diskothekenbesuchern vorzuzeigen. Der Sicherheitsmitarbeiter muss seinen Mitarbeiterausweis während des Dienstes mitführen. Das ist richtig. Aber auf Verlangen Fahrgästen oder Diskothekenbesuchern vorzeigen, das muss er nicht. Dafür hat er dieses Namensschild oder diese Kennnummer. Das ist völlig ausreichend. Und deswegen, weil das falsch ist, den Fahrgästen oder Diskothekenbesuchern vorzeigen. Es gibt ja auch, sagen wir mal, in manchen Diskotheken Klientel, da muss man nicht unbedingt seinen Namen denen sagen. Dann kommt Alkohol ins Spiel und oft bei Diskotheken ist es ja auch so, dass die Mitarbeiter dann nach Schichtende gemeinsam zum Parkplatz gehen, weil es da immer mal wieder vorkam, dass jemand betrunken nicht in die Disco reingekommen ist und sich dann irgendwo rächen will oder dem Mitarbeiter auflauert. Und deswegen nicht mit dem Klarnamen, sondern es reicht die Nummer. Und deswegen ist Antwort C falsch. Antwort D. Seinen Mitarbeiterausweis während seines Dienstes mitzuführen und auch verlangen, den Beauftragten der zuständigen Behörde vorzuzeigen. Das ist richtig. Dafür hat er den dabei. Der weist ihn aus, dass er Mitarbeiter dieser Firma ist. Da sind dann noch mehrere Angaben drauf: Unterschrift, Lichtbild, Personalausweisnummer. Der Mitarbeiter muss auch immer seinen Personalausweis mitführen, sodass die Behörde sieht: Okay, amtliches Ausweisdokument, der Personalausweis, Name passt, Gesicht passt, Nummer vom Personalausweis stimmt auch mit den Angaben auf dem Dienstausweis überein und dann kann der Mitarbeiter sich ordentlich ausweisen, aber das muss er nur bei Beauftragten der zuständigen Behörde. Und deswegen ist Antwort D richtig. Frage 7. Nach § 10 der Bewachungsverordnung muss der Sicherheitsdienstleister, Gewerbetreibende, eine Dienstanweisung verfassen. Welche der nachstehenden Hinweise müssen aus rechtlicher Sicht unbedingt in einer Dienstanweisung enthalten sein? Antwort A. Der Hinweis, dass die Sicherheitsmitarbeiter nicht die Eigenschaften und Befugnisse eines Polizeibeamten, eines Hilfspolizeibeamten oder eines sonstigen Bediensteten einer Behörde besitzen. Richtig. Das ist in § 10 geregelt. Da steht genau dieser Satz drin. Sie müssen dem Mitarbeiter in der Dienstanweisung immer noch mal klar machen, dass er nicht Polizei oder Hilfspolizeibeamter oder Bediensteter einer Behörde ist. Das Problem ist in der Sicherheit, dass die Leute, die schon länger darin arbeiten, irgendwie immer auf den Trichter kommen, sie wären mit höheren
Befugnissen ausgestattet als der so normale Bürger. Sie können sich das ganz einfach merken. Der Sicherheitsmitarbeiter ist wie der normale Bürger. Nur er muss nachts im Regen rumlaufen. Das ist der große Unterschied. Da liegt der normale Bürger in seinem Bett. Der Sicherheitsmitarbeiter hat keine hoheitlichen Rechte. Der ist wie ein normaler Bürger von seinen Rechten. Und das muss in jeder allgemeinen Dienstanweisung nochmal drinstehen, damit das den Mitarbeitern immer wieder bewusst wird. Antwort A, richtig. Antwort B, der Hinweis, dass die Kleiderordnung sowie die Arbeitszeitordnung eingehalten werden müssen. Ja, das kann in einer allgemeinen Dienstanweisung drinstehen. Dafür ist so eine Dienstanweisung ja da. Wie ist der Urlaubsantrag einzureichen? Wann muss man sich wie melden bei Krankheit? Kleiderordnung, Arbeitszeiten, das steht da genau drin. Aber die Frage ist ja, muss es drinstehen, weil es in der Bewachungsverordnung § 10 steht? Und das mit der Arbeitszeitordnung, Kleiderordnung kann drinstehen, muss aber nicht nach § 10 der Bewachungsverordnung drinstehen. Und deswegen ist Antwort B falsch. Antwort C. Der Hinweis, dass die zur Verfügung gestellte Ausrüstung und Hilfsmittel bestimmungsgemäß zu benutzen sind. Das ist das gleiche wie oben Kleiderordnung, Arbeitsunterschied drin, Taschenlampe bitte ordnungsgemäß benutzen. Sollten die Ersatzbatterien bis auf einen Sperrbestand von 4 zurückgehen, bitte bei Herrn Müller im Lager neue Batterien besorgen. Das kann alles da drin stehen. Wo wird es abgegeben? Wo wird es empfangen? Wie wird es gereinigt? Wie sind die Wartungsintervalle? Kann ich alles mit in die Dienstanweisung reinschreiben? Es ist aber nicht in der Bewachungsverordnung gefordert. Und deswegen ist Antwort C falsch. Antwort D. Der Hinweis, dass Sicherheitsmitarbeiter während des Dienstes nur mit Zustimmung des Sicherheitsdienstleisters eine Schusswaffe, Hieb- und Stoßwaffen sowie Reizstoffsprühgeräte führen dürfen. Das steht auch in jeder Dienstanweisung drin. Das muss da drin stehen nach § 10 der Bewachungsverordnung. Hier geht es ja darum, dass die Zustimmung des Sicherheitsdienstleisters, also des Chefs der Firma, muss gegeben sein und nur dann darf man Schusswaffen, Hieb- und Stoßwaffen sowie Reizstoffsprühgeräte führen. Es ist absolut untersagt, eigene Sachen mitzubringen. Ach, da an der Disco ist immer viel los, da bringe ich mir einfach mal meinen eigenen Schlagstock mit. Nein, das ist nicht erlaubt. Der Auftraggeber spricht mit dem Sicherheitsdienstleister und sagt, an dem Objekt können Sie Schlagstock mitführen, an dem Objekt ist das gefordert. Im Personenschutz ist ganz klar, Sie haben die Erlaubnis, bei dieser Schutzperson eine Waffe zu führen. Das muss aber vom Sicherheitsdienstleister mit dem Auftraggeber abgesprochen sein. Und dann kann der Sicherheitsdienstleister das seinem Mitarbeiter ansagen, du darfst hier das, du darfst hier das. Und es ist ja auch manchmal an Objekten unterschiedlich oder an verschiedenen Auftraggebern und deswegen muss das ganz klar in der Dienstanweisung geregelt sein. Hier wäre in der allgemeinen Dienstanweisung der Hinweis drin, dass es verboten ist, selber etwas mitzubringen, dass es verboten ist, wenn der Chef es nicht erlaubt. Und in der objektspezifischen Dienstanweisung wäre dann geregelt, für das Objekt ist das mitzuführen, bei dem Objekt darf nichts mitgeführt werden. So ist der richtige Ablauf und deswegen ist Antwort D richtig. Frage 8. Welche Unterlagen sind dem Sicherheitsmitarbeiter gemäß der Bewachungsverordnung bei Dienstantritt gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen? Antwort A. Die Dienstanweisung. Richtig, die Dienstanweisung wird jedem Mitarbeiter, bevor er das erste Mal anfängt mit Arbeiten, ausgehändigt gegen Unterschrift, sodass der da drin lesen kann, Sie sind kein Hilfspolizist oder Sie dürfen keine Hiebstoßstichwaffen mitbringen ohne der Sicherheitsdienstleister erlaubt ist. Und da steht noch viel mehr drin, wie der Mitarbeiter sich zu verhalten hat. Und deswegen ist Antwort A richtig. Antwort B. Betriebsvereinbarung. Betriebsvereinbarung ist ja eine nette Geschichte. So läuft das hier ab. Wir haben bei uns im Betrieb die und die Vorgaben. Wir haben da eine Rentenkasse, da zahlen wir für sie ein. Oder im Krankheitsfall stocken wir Ihren Verdienst auf nach 6 Wochen. Das sind alles Sachen, die in einer Betriebsvereinbarung stehen. Es gibt auch Fragen, da steht drin, Betriebsvereinbarung des Auftraggebers. Das hat ja noch weniger mit Ihnen zu tun. Also, die Betriebsvereinbarung kann man Ihnen geben, aber man muss es nicht. Und deswegen ist Antwort B falsch. Antwort C. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Arbeitgebers. Die AGBs.
die haben sie meistens mit an Rechnungen dran oder im Internet. Da sehen sie bestimmt oft, ich akzeptiere die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist aber mehr zwischen Gewerbetreibendem und Kunden. Die haben ja diese Geschäftsbeziehungen und da wird dann auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen hingewiesen und es hat nichts mit dem Verhältnis Angestellter, Arbeitgeber zu tun und muss ihnen auch nicht ausgehändigt werden und deswegen ist Antwort C falsch. Antwort D. Unfallverhütungsvorschrift DGUV V23. Die DGUV V23, die ist für das Wach- und Sicherheitsgewerbe da. Das macht ja Sinn, die Ihnen direkt am Anfang zu geben. Da geht es ja darum, dass Ihnen nichts passiert, dass keine Unfälle oder weniger Unfälle im Dienst passieren. Und wenn man die Ihnen gibt, dann stellt man damit sicher, dass Sie die Grundlagen des Unfallschutzes kennen. Sie müssen die auch dann mal durchlesen und dann sehen Sie, ah, das mache ich, wenn das ist. Oh, eine Gefahrenstelle wird so abgesichert. Ah, wem muss ich denn eine Info geben, wenn das und das passiert? Und das muss Ihnen gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt werden. Das sieht der Gesetzgeber so vor. Und deswegen ist Antwort D richtig. Antwort E. Bekleidungsordnung. Ja, das ist ja alles gut und schön. Das ist ja nett. Bitte Krawatte ordentlich binden. Hemd kommt in die Hose. Achtung, Hose sollte gebügelt sein. Das ist alles in der Bekleidungsordnung drin. Alles gut. Aber muss man die Ihnen gegen Empfangsbestätigung geben, verlangt der Gesetzgeber das? Nein. Und deswegen ist Antwort E falsch. Themengebiet Datenschutz. Frage 9. Was regelt das Bundesdatenschutzgesetz BDSG? Antwort A. Das BDSG regelt die Verschwiegenheitspflicht über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Sie unterschreiben als Angestellter eine Erklärung, dass Sie Verschwiegenheit über die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse auch Ihre Auftraggeber waren. Sie können ja nicht einfach irgendetwas bewachen und dann irgendjemandem dann erzählen, wie ist der Code, wann komme ich da vorbei und wie lange ist keiner am Objekt. Das geht ja nicht. Das müssen Sie unterschreiben, eine Verschwiegenheitspflicht über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Aber hat das was mit dem Bundesdatenschutzgesetz zu tun? Nein. Und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Das BDSG regelt ausschließlich die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten. Darum geht es ja jetzt hier. Das BDSG regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn sie automatisiert verarbeitet werden, aber nicht ausschließlich, sondern auch, wenn diese Daten handschriftlich, also nicht automatisiert verarbeitet werden. Es regelt nicht ausschließlich, sondern das ist ein Teil davon. Antwort B, falsch. Antwort C, das BDSG regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Ja, das Bundesdatenschutzgesetz ist dafür da, dass mit personenbezogenen Daten ordentlich und richtig umgegangen wird. Da ist genau drin geregelt, wer darf wie damit umgehen, wer hat den Umgang und wie müssen diese Daten aufbewahrt werden? Was sind die Löschungsfristen? Das ist alles im BDSG geregelt und es regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Antwort C, richtig. Antwort D. Das BDSG regelt die Rechte des Betroffenen und die Folgen von Gesetzesverletzungen. Ja, wenn ich als Betroffener mit meinen Daten wurde Schindluder getrieben, wenn ich da betroffen bin, steht im BDSG drin, welche Rechte ich habe. Und da steht auch drin, wenn einer damit Schindluder treibt, wenn einer sich nicht an dieses Gesetz hält, welche Folgen dann kommen. Das geht bis zu Gefängnisstrafe, wenn Sie vorsätzlich mit personenbezogenen Daten zum Beispiel handeln, Geld verdienen, kann das bis zu Gefängnisstrafe gehen. Und genau das regelt das BDSG. Antwort D, richtig. Frage 10. Die Privatwirtschaft kann Daten für eigene und fremde Zwecke verarbeiten. Wer darf gemäß Bundesdatenschutzgesetz Daten für fremde Zwecke verarbeiten? Antwort A, Auskunfteien. Auskunfteien, das kann sein, dass Sie den Begriff noch nicht so gehört haben. Das ist zum Beispiel die Schufa oder Kreditreform. Das sind sogenannte Auskunfteien. Die sammeln Daten, um die dann zur Verfügung zu stellen. Sind sie kreditwürdig? Gibt es Probleme mit ihrer Zahlungsmoral? Das sind sogenannte Auskunfteien.
und die sammeln und verarbeiten Daten zum Zwecke, die für Fremde zur Verfügung zu stellen. Das ist ja das Geschäftsmodell. Und deswegen ist Antwort A richtig. Antwort B. Bewachungsunternehmen. Welchen Sinn sollte dahinter stecken, dass gerade Bewachungsunternehmen Daten sammeln dürfen und die für andere verarbeiten und zugänglich machen? Das ist ja gar nicht das Ziel eines Bewachungsunternehmens, sondern das Ziel eines Bewachungsunternehmens ist es, gewerbsmäßig das Leben und Eigentum fremder Personen zu bewachen. Die haben also nichts mit den Daten zu tun, außer den eigenen personenbezogenen Daten der Mitarbeiter. Da müssen die sich an das Bundesdatenschutzgesetz halten, aber nicht, um die Dritten zur Verfügung zu stellen. Antwort B, falsch. Antwort C, Marktforschungsinstitute. Marktforschungsinstitute, die sammeln ja Daten. Was halten Sie von diesem Lippenstift? Finden Sie die Cornflakes gut? Die sammeln Daten. Dazu zählt zum Beispiel dieses Payback. Sie geben diesem Marktforschungsinstitut Ihre Daten, Ihr Einkaufsverhalten. Was kaufen Sie wo, um welche Uhrzeit, in welchen Mengen? Und daraus ziehen die Daten raus und sagen, okay, der durchschnittliche Mann, 35 Jahre alt, kauft dreimal im Monat Rasierschaum und zweimal Rasierklingen. Und dann werden daraus diese Daten für Firmen zur Verfügung gestellt. Also sie werden verarbeitet und dann Dritten zur Verfügung gestellt. Und deswegen ist es richtig, Marktforschungsinstitute stellen Daten zur Verfügung. Antwort C, richtig. Antwort D, alle natürlichen Personen. Das Bundesdatenschutzgesetz ist dafür da, die Daten von allen natürlichen Personen zu schützen. Aber es hat nichts mit der Weitergabe oder Verarbeitung für fremde Zwecke zu tun. Deswegen ist Antwort D falsch. Frage 11. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist zuständig. Antwort A. Für die Landesbehörden. Wir reden hier also vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Für die Landesbehörden ist der Landesdatenschutzbeauftragte zuständig. Und deswegen ist Antwort A falsch. Antwort B. Für die Behörden der Bundesverwaltung und die sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes. Genau, dafür ist der Bundesdatenschutzbeauftragte zuständig. Antwort B. Richtig. Antwort C. Für alle nicht öffentlichen Stellen. Das würde ja heißen, dass für alle privaten Haushalte in Deutschland wäre der Bundesdatenschutzbeauftragte zuständig. Das macht keinen Sinn. Der ist für Behörden zuständig, der muss eingesetzt werden, damit auf Behördenebene, hier die Bundesbehörden, ordentlich mit den Daten umgegangen wird. Der Staat muss sich da auch dran halten. Und dafür ist der Bundesdatenschutzbeauftragte auf Bundesebene zuständig. Aber nicht für alle nicht öffentlichen Stellen. Antwort C, falsch. Frage 12. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Welche der nachstehenden Beispiele sind besondere Arten personenbezogener Daten, für deren Erhebung oder Nutzung der Betroffene eigens einwilligen muss? Antwort A, Wohnanschrift. Frage geht ja um die besonderen Arten personenbezogener Daten. Und die Wohnanschrift ist ja nicht so besonders. Das ist ja etwas schon sehr Öffentliches. Wenn Sie zum Beispiel einen Brief erhalten wollen von irgendwem, müssen Sie ja Ihre Wohnanschrift angeben, sonst kann der Ihnen keinen Brief schreiben. Ein Handwerker kann nicht vorbeikommen, wenn Sie ihm nicht die Adresse sagen. Zum Beispiel auch, wenn Sie irgendwo angestellt sind, dann müssen Sie Ihrem Chef ja die Anschrift geben, damit er den Gehaltszettel schicken kann. Also die Wohnanschrift sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse. Aber wir wollen hier die besonderen Arten wissen und da gehört das nicht dazu. Antwort A, falsch. Antwort B, politische Meinung. Da sind wir jetzt an einer besonderen Art personenbezogener Daten. Das ist ja nicht wichtig für den Chef, wenn er sie einstellt, dass er sagt, sagen Sie mir mal Ihre Wohnanschrift, okay, und wie wählen Sie denn jetzt, wenn die Bundestagswahl ist? Da müssen Sie nicht drauf antworten. Es gibt keinen Grund, dass er das erfahren muss. Und deswegen zählt das zu den besonderen Arten personenbezogener Daten. Das ist nur für Sie. Und deswegen ist Antwort B, politische Meinung, richtig. Antwort C, Sozialversicherungsnummer. Das verhält sich wie mit der Wohnanschrift. Ihr
Arbeitgeber ist ja berechtigt, nach diesen Angaben zu fragen, nach der Sozialversicherungsnummer. Die müssen Sie ihm ja geben, damit er weiß, wie er die Sozialabgaben abzuführen hat. Das ist genauso wie Religionszugehörigkeit. Das muss der wissen, weil nur dann weiß er ja, wohin die Kirchensteuer zu überweisen ist oder ob gar keine Kirchensteuer anfällt. Deswegen Antwort C, sind keine besonderen personenbezogenen Daten. Falsch. Antwort D, religiöse oder philosophische Überzeugungen. Wir haben eben gesagt, die Religionszugehörigkeit sind keine besonderen Arten, die muss er wissen, um Kirchensteuer abzuführen. Aber hier geht es ja um religiöse Überzeugungen. Sind sie wirklich so gläubig? Welche Richtung im Islam oder in der katholischen Kirche begleiten sie? Wie denken sie über verschiedene Sachen in der Religion? Das sind besondere Arten personenbezogener Daten, die braucht der Chef nicht wissen und deswegen ist Antwort D richtig. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und ich konnte euch auf eurem Weg zur erfolgreichen Sachkundeprüfung § 34a helfen. Ich drücke euch die Daumen. Habt ihr Anregungen? Einfach in die Kommentare. Würdet ihr gerne mal eine GSSK-Prüfung erklärt bekommen oder weitere Videos zur Sachkundeprüfung 34a Gewerbeordnung? Ab in die Kommentare. Liken und teilen sehr erwünscht. Und wer meinen Kanal abonniert, verpasst kein neues Video.